Morgen des 11. September 2001 haben 19 Männer mit Teppichmessern, die von einem Mann unter Dialyse in einer Höhlenfestung auf der anderen Seite des Planeten dirigiert wurden, mittels eines Satellitentelefons und eines Laptops den ausgeklügelsten Anschlag der Geschichte im am besten überwachten Luftraum der Welt durchgeführt. Dabei überwältigten sie die Passagiere und militärisch ausgebildeten Piloten in 4 kommerziellen Flugzeugen, bevor sie diese dann über eine Stunde lang weit abseits der geplanten Route flogen, ohne dabei von einem Abhangjäger bedrängt zu werden. Diese 19 Entführer, fanatisch religiöse Fundamentalisten, die gerne Alkohol tranken, Kokain schnupften und mit pinkhaarigen Stripperinnen zusammenlebten, konnten in New York mit 2 Flugzeugen 3 Wolkenkratzer zum Einsturz bringen. Während in Washington ein Pilot, der nicht einmal eine einmotorige Cessna fliegen konnte, eine 757 in einer perfekten 270-Grad-Abwärtsspirale aus 2,5 Kilometer Höhe präzise in die Controlling-Abteilung des Pentagon steuerte, wo Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums gerade am Mysterium der 2,3 Billionen Dollar arbeiteten, deren Verschwinden Verteidigungsminister Donald Rumsfeld einen Tag zuvor in einer Pressekonferenz publik gemacht hat. Wer hinter den Anschlägen steckte, wussten die Nachrichtensprecher innerhalb von Minuten, Osama bin Laden, die Experten innerhalb von Stunden, Osama bin Laden, und die Regierung innerhalb eines Tages. Terrorists who committed these acts and those who harbor them. Und die Beweise fielen dem FBI buchstäblich in den Schoß. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Aber aus irgendeinem Grund forderten einige verrückte Verschwörungstheoretiker eine Untersuchung des größten Anschlags auf amerikanischen Boden der Geschichte. Die Untersuchung kam verspätet, war unterfinanziert, ein Interessenskonflikt, zum Scheitern verurteilt und eine einzige Vertuschungsaktion. Im Bericht sind Aussagen, die unter Folter getätigt und deren Aufzeichnung zerstört wurden. Nicht erwähnt wurde World Trade Center 7, Able Danger, P-TECH, Civil Admins, OBL und die CIA, sowie die Übungen, die Flugzeugentführungen und ihren Einsatz als Waffen gegen Wolkenkratzer simulierten, zur exakt gleichen Zeit, als auch die Anschläge stattfanden. Die Untersuchungskommission wurde vom Pentagon belogen, von der CIA und von der Bush-Regierung. Und was Bush und Cheney angeht, niemand weiß, was sie ausgesagt haben. Denn dies geschah unvereidigt, hinter verschlossenen Türen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wurde nicht aufgezeichnet. Die Kommission kümmerte sich nicht darum, wer die Angriffe finanziert haben könnte, da dies nur eine geringe praktische Bedeutung habe. Aber die Kommission hat alle Fragen der Öffentlichkeit brillant beantwortet, mit Ausnahme der meisten Fragen der Angehörigen der Opfer. Und sie identifizierte all diejenigen, die für die Verteidigung verantwortlich waren. Aber niemand von diesen Leuten verlor dadurch seinen Job. Es wurde festgestellt, dass die Angriffe möglich wurden durch Failure of imagination. Denn niemand ist auf die Idee gekommen, dass Flugzeuge in Gebäude geflogen werden könnten. Our government could envision flying airplanes in the buildings. Mit Ausnahme von Pentagon, FEMA, NORAD und der NRO. Der Verteidigungsnachrichtendienst stellte 2,5 Terabyte an Daten aus Able Danger, aber die waren vermutlich eh nicht wichtig. Die Börsenaufsichtsbehörde zerstörte ihre eigenen Aufzeichnungen bezüglich Insidergeschäfte direkt vor den Angriffen. Aber das ist in Ordnung, denn die Unterlagen zu großen Untersuchungen zu zerstören, ist bei dieser Behörde nichts Ungewöhnliches. NIST hält die Daten über ihr Modell des Einsturzes von Gebäude 7 geheim. Aber das ist okay, denn die Veröffentlichung wäre eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das FBI sagt, dass keine Details der Untersuchung zum 11. September an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Aber das ist in Ordnung, denn das FBI hat sicher nichts zu verstecken. Dieser Mann hat niemals existiert und nichts, was er sagt, verdient deine Aufmerksamkeit. Wenn du das anders siehst, bist du ein paranoider Verschwörungstheoretiker und verdienst die Verachtung der Gesellschaft. Das gleiche gilt für ihn. Ihn, ihn und sie und sie und sie und ihn. Osama bin Laden lebte in einer Höhlenfestung in Afghanistan, aber konnte irgendwie entkommen. Dann versteckte er sich in Tora Bora, aber konnte wieder entkommen. Dann lebte er viele Jahre in Abbottabad und verhöhnte die umfangreichste Hightech-Großfahndung der Geschichte, indem er ein Video nach dem anderen veröffentlichte, wobei er immer jünger und jünger wurde, bevor er von einem SEAL-Team gefasst wurde. Was nicht auf Video aufgezeichnet wurde und wobei er keinen Widerstand leistete und seine Frau als Schutzschild missbrauchte. Aber die Männer dieser Hardcore-Elite-Einheit bekamen Panik und töteten diesen unbewaffneten Mann, der angeblich die Top-Quelle für Informationen über terroristische Aktivitäten weltweit war. Dann warfen sie seine Leiche in den Ozean, bevor sie irgendjemanden über ihre Aktion berichteten. Danach starben mehrere Dutzend Mitglieder dieses Teams bei einem Hubschrauberabsturz in Afghanistan. Dies ist die Geschichte des 11. September, erzählt von den Medien, die auch schon die harte Wahrheit berichteten über His head could be seen to move violently forward. Und They took the babies out of incubators. Und The rescue of Jessica Lynch. Und Mobile Production Facilities. Wenn du irgendwelche Zweifel an dieser Geschichte hast, bist du ein bekloppter, paranoider, hundequälender Babyhasser und wirst zu Recht verachtet. Wenn du dein Land liebst und Freiheit, Freude, Regenbogen, Rock'n'Roll, Hundewelpen, Apfelkuchen und deine Oma, dann würdest du niemals Zweifel an dieser Geschichte äußern. Niemals. Dies war eine öffentliche Durchsage von den Freunden des FBI, CIA, NSA, DIA, CSS, BBC, des Weißen Hauses, NIST und der Untersuchungskommission zu den Anschlägen des 11. September. Denn Ignoranz ist Stärke.